Und da sind wir auch schon wieder. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 10. Folge von Zombie Piercer. Schön, nee, Zombie Piercer ist falsch. Zompiercer wollte ich sagen. Mensch, was ist denn hier los? Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Würde mich wirklich super freuen. Däumchen wäre natürlich auch ein Träumchen. Gut, wir legen uns jetzt nochmal kurz pennen und dann fahren wir eine Runde mit dem Zug weiter. Wie spät haben wir es denn? 18.50 Uhr, ne? Dann schlafen wir wieder gewohnt 12 Stunden. Wir haben so fast denselben Rhythmus die ganze Zeit. Immer so kurz nach um 6 schlafen gehen, früh um 6 wieder aufstehen. Das läuft doch wie am Schnürchen hier. Ladezeiten sind immer noch extremst lang. Okay. Jedes Mal, wenn ich mich beschwere, hört es auf mit Laden. Vielleicht sollte ich das einfach mal eher tun. Gut, wir haben unser schönes Zügelein hier endlich wieder aufgefüllt. Wir schauen mal, wie viel wir jetzt haben. 3.941 von 6.400. Immer noch nicht das meiste, aber wir haben ja auch noch ein paar Kanister. Bevor wir jetzt aber hier noch lange rumquatschen, lasst uns gleich mal davor nochmal zur Tankstelle fahren. Da hatten wir ja auch einen Kanister oder ich glaube sogar zwei Kanister liegen lassen, weil wir schon wieder überfüllt waren. So, volle Kraft voraus. Ach ja, das war was hier. Ziemlich aufregend. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Dörfer, Städte oder was auch immer werden. Und ein kleiner Fehler ist mir unterlaufen. Ich spreche die ganze Zeit von die Entwickler. Dabei ist es tatsächlich ein Einzelner, der sich um dieses Spiel hier gekümmert hat oder dieses ganze Spiel ins Leben gerufen hat. Von daher größten Respekt. So etwas alleine auf die Beine zu stellen, ist auf jeden Fall nicht ohne. Und vor allem auch noch ein Spiel, was wirklich Spaß macht. Es leckt leider immer noch ab und zu mal. Ich sehe es dann auch später in der Aufnahme, dass teilweise ganz schön Frame-Einbrüche drin sind. Aber ich kann leider nichts dagegen tun. Es ist vom Spiel her, es ist nicht die Rechenleistung. Von daher nehmt es mir bitte nicht übel, wenn es ab und zu mal etwas bescheiden aussieht. So, ich wollte schon wieder springen. Wir haben bloß noch 4 Schuss Pistolen-Muni. Da ist der Fette noch. Ja, wir gehen erstmal hier an den Kleinen ran. Ich würde sagen, wir erledigen die jetzt alle schnell. Oh nein, da ist so eine Kotzerin. Die Erfahrung würde ich halt ganz gerne mitnehmen. Oh, und wir haben ja schon wieder einen Punkt und sind schon fast wieder auf dem nächsten Level. Das habe ich glatt vergessen. Diesmal gehen wir auf jeden Fall auf Ausdauer. Jetzt haben wir 120. Ja, mein Kleiner. Hey, warum hat er nicht getroffen? Jetzt aber. Und, ey. Na, Mensch. Ausdauer. Wir haben doch gerade hochgelevelt. Immer noch nicht genug. Wir bräuchten am besten 1200 und nicht 120. Dann wäre ich glücklich. Die Kotzerin, die hat immer einen ganz schön großen Aggro, in dem die reagiert. Aber ich habe das Gefühl, dass wir die mit dem Nahkampf immer schneller erledigen. Teilweise frisst die ja richtig viele Kugeln. Hey Fettsack, wir erledigen den jetzt auch mal im Nahkampf. Weil Muni ist knapp und so. Hui. Ja, an dem muss man auf jeden Fall näher ran, um den... Ah, oh, wow. Ach du Scheiße, nein. Lauf. Oh Mann, das stunt uns ja gleich noch. Vielleicht doch nicht so eine gute Idee mit Nahkampf. Mann, Mann, Mann. Jetzt hatte ich kurz Angst. Ach, komm doch her. Nein, er hat mich schon wieder erwischt. Ach, shit. Ah, das sieht richtig gruselig aus, wenn man sich nicht bewegen kann und der auf einen zukommt. Bam, bam. Okay. Dann doch etwas Munition verschwendet. Aber der jagt mir zu viel Angst ein. Im Nahkampf. Gut, die beiden haben wir erledigt. Hier vorne war noch so ein Schneller, den würde ich natürlich auch ganz gerne abschießen. Ah, es hat nicht gereicht. Okay. Ging alles noch. Zwar etwas unnötig Leben verloren. Aber naja, was soll's. Oh, wir müssen was trinken, fällt mir gerade auf. Lebenstechnisch geht es ja bis jetzt noch ganz gut. Wir sind tatsächlich sehr, sehr gut durchgekommen bis jetzt. So. Wir müssten auf jeden Fall zeitnah mal wieder einen Fluss finden oder einen See. Da war zwar ein kleiner See dort oben an dem schönen Häuschen mit der Bank und dem Zombie. Ihr erinnert euch. Aber bis wir da hingelaufen wären, hätte ich schon wieder alle unsere Vorräte aufgegessen und wir wären wahrscheinlich verhungert.
So, ich weiß gar nicht, die Autos hatten wir noch nicht durchgeguckt. Scheinen aber eh alle kaputt zu sein, außer das hier hinten. Ein Snack. Na, den nehmen wir doch mit. So, die Kisten, die hier drüben hatten wir, aber die noch nicht. Und die Autos sind auch alle kaputt. Das Polizeiauto eventuell da vorne noch. Aber ich wollte ja auch nicht mehr so lange rumtrödeln. Nein, es ist weg. Unsere Kanister sind weg. Das gibt's doch nicht. Ach, das ist ärgerlich. Das nervt mich gerade etwas. Es stand hier. Ach, Mist. Zwei Kanister. Und die waren wirklich wichtig. Eigentlich mit das Wichtigste im Spiel. Essen und die und Sprit. Ach, das ärgert mich jetzt aber. Ich hatte gedacht, wir hätten es vielleicht hier in so einen Schrank packen sollen. Ach, Mist. Ja, komm her. Ah, nein, ein schneller. Sag mal, der trifft ihn nicht. Was soll das? Ey. Jetzt aber. Wahnsinn, was war denn da mit der Hitbox los? Ach, Mensch. Ja, das ärgert mich gerade wirklich sehr mit den Kanistern. Dann hätte ich doch lieber was anderes beiseite gepackt. Aber die waren halt auch so schwer. Gut, hier waren wir schon durch. Haben wir hier alles noch eingepackt? Ja, ne? Ja, na gut, was soll's. Das Leben hat uns Essen geschenkt, als wir am Verhungern waren. Und hat uns dafür unser Benzin genommen. Lässt sich nicht ändern. Bevor wir jetzt hier aber wieder weiter lange rumtrödeln, machen wir wieder zurück zum Zug. Ich schaue nochmal ganz kurz nach dem Polizeiauto. Na, die hatten wir alle, die ging nicht zu looten. Aber das vielleicht noch. Nichts drin. Und auch nichts drin. Okay. Dann machen wir uns weiter auf die Reise. Sollten eventuell auch mal eine Bandage nehmen. Die haben wir aber im Zug. Ich weiß nicht ganz, was die Nachricht mit Hello soll. War vielleicht eine Vorwarnung, dass gleich eine ganze Zombie-Herde vorbeikommt und uns Hallo sagen möchte. Jawohl. Sind aber diesmal schneller gewachsen, oder? Wie sieht's mit denen hier? Wir haben ja noch einen ganzen Waggon frei. Dann könnten wir uns eigentlich hier eine kleine Farm bauen. Ich glaube, das wäre ganz angebracht. Weil das mit dem Essen geht mir tierisch auf den Senkel. Und deswegen würde ich sagen, wir machen das jetzt auch mal. Wo haben wir es denn? Ja, ich suche es jedes Mal. Ach, wir brauchen natürlich noch Holz. Und ich bin schon wieder überladen. Dann packen wir, ne, Metall brauchen wir doch auch dafür, oder? Ach, das Überladen geht mir etwas auf die Nerven. Ich packe jetzt... Nein, der Schrank ist voll. Wir brauchen auch einen neuen Schrank. Ach Mensch, alles voll hier. Das ist doch Mist. Ich packe jetzt erstmal alles weg. Und dann sortieren wir nochmal aus, was wir wirklich benötigen. Gut, also Holz nehme ich wieder mit. Wir haben immer noch den Schlüssel zu der Kabine. Holz und Metall. Ach, und Kanister. Dann haben wir alles. So, dann bauen wir uns jetzt ein ganz paar von den Dingern. Ich würde sagen, wir nehmen den letzten Waggon hinten und machen uns dort eine richtige Farm draus. Ich hätte wirklich gerne, weiß ich nicht, 4, 5, 6 so eine Dinger, dass wir dauerhaft Kartoffeln haben. Und sobald wir dann im nächsten Dorf angekommen sind, würde ich auch tatsächlich mal noch schauen, was wir generell alles noch Schönes bauen können. Wir haben ja auch noch so eine Metallwerkbank da unten. Damit müssten wir uns auch mal wieder etwas mehr beschäftigen. Aber wie gesagt, der Zeitdruck im Nacken, das macht sich alles etwas schwierig, hier in Ruhe durchzuschauen. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Na komm. Hallo. Jetzt. 1, 2 und zack. Und jawohl. Und bam. Erstes fertig. Und schon komplett durchgeschwitzt. Und nochmal. Und hör. Und zweites fertig. Pause. Nein, wir machen weiter. Wir sind Workaholics. Und hau ruck. Und drittes fertig. Und das vierte gleich noch hinterher. Arm fällt fast ab. Ist schon komplett taub. Was soll's? Und da haben wir es. Sehr schön. Dann schnappen wir uns jetzt unsere Kartoffellinchen. Und packen die gleich mal
Hä, pack halt alle. Warum fragt er, wie viele? Geht das? Ah, das geht nicht aufs Gewicht, wenn wir die hier oben drin haben. Das habe ich jetzt erst bemerkt. Jetzt haben wir 21 und jetzt 25. Ah, da hätten wir vielleicht vorne einfach mal die Kanister hier oben reinpacken müssen. Ach Mensch, das fällt mir natürlich dann erst auf, wenn es schon zu spät ist. Na gut, aus Fehlern lernt man. So ist das nun mal im Leben. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wenn wir die abbauen, ob wir dann das Ding auch wieder erhalten. Ja, kriegen wir wieder. Perfekt. Dann bauen wir die alle ab. Nein, der Hammer ist kaputt. Brauchen wir erstmal so einen neuen Hammer. A simple tool for assembling metal furniture. Ne, wir bauen jetzt erstmal den wieder. Ich weiß noch nicht ganz, was der unten bringt, aber es steht ja mit Metall da. Also eventuell ist das dann für die andere Werkbank gedacht, mit der wir anscheinend Metallsachen herstellen können. So, wir bauen die hier ab. Dann können wir hier noch ein paar Schränke hinbauen, wo hier überall Fenster sind, aber hinten ja genauso. Naja, egal. Ich hätte es trotzdem ganz gern alles an einer Stelle. Okay, dann haben wir die. Dann bauen wir hier weiter. Die andere Seite. Ja, wir bauen es noch auf die andere Seite. So, ne, Kartoffeln lassen wir gleich mal drin. Wir packen erstmal die Schrotflinte weg. 3 Stück haben wir. So. Ist das, ne, das ist nicht richtig rum. So ist richtig rum und ich hätte es ganz gerne auf derselben Höhe. Nein. 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 Jetzt haben wir es. Sollte dieselbe Höhe sein. Nummer 2. Nummer 3. Okay, auch nochmal aufbauen. Und bam. Und zack. Fertig. Raucherpause. Eine Woche Urlaub, danke. So, Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Jetzt haben wir doch schon mal 7 Dinger davon und die geben ja jeweils 6 von den schönen Kartoffeln ab. Das heißt 42 Kartoffeln kriegen wir pro Pflanzen oder pro Abernten besser gesagt. Das sieht doch schon mal besser aus. So, dann brauchen wir langsam mal wieder Essen. Obwohl, wir bauen uns erstmal noch einen Schrank. Es gab ja noch solche Schränke. Wir bauen uns mal so ein, auch wenn der nicht ganz so viel Kapazität hat. Aber dann können wir den eventuell unter die Fenster stellen, dass wir uns nicht so viel Sicht davon wegnehmen. Ja, genau, das war der Plan. Bauen wir den nämlich noch hier hin. Und zack. Richtige Handwerker sind wir, jawohl. Okay, und da haben wir auch das noch und dann passt das ja erstmal soweit. Sieht doch sogar ganz schnieke aus. Dann gucken wir nochmal kurz. Wir wollen auf jeden Fall die Schrotmunition mitnehmen. Die brauchen wir noch nicht, aber die brauchen wir noch. Bandagen auch, allerdings reichen mir da tatsächlich 3 Stück. So, Medikit können wir beide, obwohl da reicht 1 eigentlich. Also wir nehmen 1 mit. Dann sind wir nicht die ganze Zeit zu überladen. So, Holz, Metall kann wieder weg. Der Hammer sowieso, der ist kaputt. Die leeren Behälter packe ich auch erstmal rein. Die können wir notfalls holen, wenn wir einen Fluss gefunden haben. So, wo habe ich denn die Pistole hin? Ach, die haben wir noch hier oben. Dann packen wir die Schrotflinte noch mit hier rein. Das kann erstmal weg. Wiegen die eigentlich noch was, wenn die... Ja, die wiegen noch was, also... Ich würde sie trotzdem mal aufheben, weil ich immer noch denke, dass wir die irgendwann reparieren können. Eventuell mit der Metallwerkbank. Okay, ja, dann haben wir erstmal alles einstecken, was wir brauchen. Ich würde noch Energy und was zu futtern mitnehmen. Hier haben wir erstmal soweit nichts mehr drin. Dann haben wir den Rest hier vorne. So, Essen. Essen. Wie gesagt, Wasser brauchen wir natürlich auch. Und Energy. Dann haben wir 11 von 32 Kilo. Das passt doch. War eigentlich dumm von mir, dass ich jetzt die ganze Zeit den Zugang gehalten habe. Wir hätten das ja auch nebenbei machen können. Wir haben bestimmt wieder eine große Fahrt vor uns. Entschuldigt bitte. Aber dann gucken wir in der Zeit einfach nochmal nach der Metallwerkbank. Was kostet die uns? 5 Holz und 20. Haben wir 20? Wir haben nur 7 Metall. Haben wir hier vorne noch Metall drin? Nö. Okay, können wir uns noch nicht mal leisten. Da müssen wir doch nochmal etwas mehr looten. Wir schauen mal kurz, wo wir hier schön langfahren.
Okay, sieht noch nicht so aus, als wäre ein Dorf in der Nähe. Dann schauen wir doch nochmal ganz kurz. So, Kartoffeln hätte ich gerne alle an einem Fleck. Den Schlüssel brauchen wir nicht mehr und wir haben hier... Gut, Schrotmuni haben wir noch, aber 39 einstecken, das passt ja erstmal. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass bevor wir hier zu einem Dorf kommen, dass so oder so wieder der Ladebildschirm am Start ist. Von daher... Ich habe halt immer ein bisschen Angst, wenn wir hier hinten rumwerkeln, dass wir vielleicht an was vorbeifahren, so wie die Tankstelle gerade eben. Die hätte ich auf jeden Fall nicht gesehen, wenn wir da nicht vorher schon hingelaufen wären. Aber der Ladebildschirm kommt. Also werden wir gleich auch beim nächsten Dorf ankommen. Sehr schön. Ja, mit der Farm ist doch eine ganz gute Idee, denke ich. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Essen, weil das ist wirklich das, was am meisten Sorge macht. Ich werde da noch mehr von bauen, aber aktuell, das sollte ja erstmal reichen. Dann haben wir bestimmt bald einen ganzen Schrank voll mit Kartoffelsalat. Ist zwar nicht unbedingt abwechslungsreich, aber ich glaube, das ist dem Charakter hier im Spiel völlig egal. Hauptsache, der kriegt was zwischen die Kiemen. Und von daher sieht es doch soweit schon mal ganz gut aus. Ich bin gespannt auf die Metallwerkbank, ob wir da vielleicht noch coolere Sachen machen können oder auch reparieren. Gerade die Waffen halt, die Pistole und sowas, das würde ich sehr, sehr ungern wegwerfen. Weil wir bis jetzt tatsächlich nur eine davon gefunden haben. Und es wird ja auch einen Grund geben, warum die Waffen nicht direkt zerbrechen, sondern einfach kaputt noch weiter in unserem Inventar sind. So, es leckt gerade etwas und der Zug hat auch aufgehört zu fahren. Verstehe ich gerade nicht ganz, warum. Soll uns das etwas sagen? Sollen wir hier aussteigen? Ist hier was? Ich hoffe, dass es auf der Aufnahme nicht ganz so schlimm ist mit dem Frame-Einbruch gerade. Haben wir hier irgendwas? Nö, war anscheinend nur ein kleiner Fehler vom Spiel. Uiuiui. Ach doch, hier haben wir was. Stopp, stopp, stopp. Ich hoffe, das Spiel beruhigt sich gleich wieder, dass es etwas flüssiger läuft. Okay, wir haben... Ach, das ist anscheinend hier Weichenstellung. Ob wir links oder rechts wollen? Und wir haben keinen Schlüssel. Ist das vielleicht derselbe Schlüssel? Wie von dem Ding, was wir... Also von diesem Switch Room... wo wir die Zapfsäule anschalten konnten. Deck den mal kurz ein. Dann gucken wir mal. Nein, das wäre zu schön gewesen. Ja, Mist. Okay, dann sollen wir wahrscheinlich einfach noch nicht hier abbiegen können. Wie steht denn die Weiche gerade aktuell? Ja, sehen wir nicht. Gut, dann fahren wir erstmal weiter. Okay, wir fahren links rum. Krittechnisch alles noch easy. Wir haben ja auch noch zwei Kanister im Schrank. Hätten eigentlich vier gehabt, aber naja. Genug darüber aufgeregt. Sieht immer so aus, als wäre... Oh, was brauchen wir denn? Wir brauchen Trinken. Ah, shit. Ach, Mensch, wir können es ja aus dem Inventar trinken. Ich habe es immer noch nicht gelernt. Ja, mein guter Trink. Ist das alles an Trinken, was wir noch haben? Ach nee, wir haben Hunger. Mensch, was mache ich denn? Und ich habe es wieder ins Inventar hochgepackt. Ich bin einfach zu blöd dafür. Ja, ich wollte sagen, es sieht immer so aus, als wären da Häuser im Wald. Aber das sind immer nur diese lila Pflanzen, die im Hintergrund aussehen. Also so auf weite Entfernung aussehen wie Holz. So, Spiel, jetzt könntest du dich aber langsam mal wieder einkriegen. Das nervt mich etwas mit dem Leggen hier. Okay, da vorne kommt was. Wir bleiben wie immer erstmal etwas weiter vorne stehen. Vielleicht hier so. Uiuiui. Okay. Es geht zum Glück nicht nur mir so. Ich habe mich zwecks dem Ruckeln und so weiter auch nochmal auf YouTube umgeschaut bei anderen Let's Playern, die das Spiel hier spielen. Weil ich schon kurz Angst hatte, dass vielleicht was von den Einstellungen her nicht korrekt ist.
Also, dass mein Rechner das von der Leistung schafft, davon bin ich fest überzeugt, aber es geht auch anderen YouTubern so. Allerdings ist es gerade so ein dolles Geruckle, dass ich gerade überlege, mal kurz das Spiel neu zu starten. Das möchte ich euch ehrlich gesagt nicht antun, von daher werde ich das jetzt mal machen. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt nochmal die Grafikeinstellung etwas runtergeschraubt auf Medium. Schön Medium-Schnitzel, etwas blutig, so wie wir es gerne haben. Und es hat sich dadurch auch etwas gebessert. Ich habe gesehen, in der Aufnahme selber ist es gar nicht so schlimm wie jetzt hier bei mir auf dem Bildschirm. Da sieht es nicht ganz so ruckelig aus, aber das konnte ich weder mir noch euch antun, was hier gerade los war. So, die Autos hatten wir, glaube ich, schon durchgeschaut. Von daher würde ich sagen, wir fahren jetzt erstmal mit dem Zug wieder ein Stück nach vorne. Wir sind ja noch nicht angekommen. Huch, das war so nicht geplant. Und an und Bremse raus und volle Kraft voraus. Okay, mal schauen, welche Weiche wir nehmen. Erste Kurve. Nein. Zweite Kurve auch nicht. Dritte Kurve auch nicht. Also wir fahren gerade durch. Jetzt ist die Frage, sollen wir den Zaun wieder einfahren oder nicht? Ich würde sagen, wir probieren es mal. Ganz am Anfang war es ja ebenfalls so. Und bumm. Ach okay, geht von alleine auf. Wie viel Platz haben wir noch? Na, wir müssen bremsen. Huiuiui. Das sah ganz schön knapp aus, auch wenn es gar nicht so knapp war. Naja, es ging noch. Okay, ja, jetzt läuft es zum Glück etwas besser.